Hallihallöchen, ihr Lieben da draußen. Wahrscheinlich meine Katze aufgeweckt. Hallihallöchen, ihr draußen. Und ein recht herzliches Willkommen zu einem Video. Und ich mache noch ein paar Videos, bevor ich endgültig in den Urlaub gehe. Es sind zwar nur ein paar Tage Urlaub, aber ich habe halt nun mal, ich sag mal so, dreimal im Jahr oder viermal im Jahr habe ich Urlaub. Und die restlichen Tage muss ich im Jahr, wenn ich nicht krank bin, arbeiten. Ich erzähle euch gleich, was ich hier mache, auf diesem, wo ich bin und weshalb und wieso. Also erstmal, ich bin auf, schön, dass du dich hinstellst, aber ich rutsche weit nach hinten, aber damit du nicht im Bild bist. Der hat sich bestimmt hingestellt, damit du, nee. So, genau, was mache ich? Ich habe eine Idee. Und zwar habe ich mir gedacht, ich mache mal so eine Server-Tour. Weil ich immer auf Server 11 bin. Server 11 ist mein Heimatserver. Da bin ich immer. Ich bin dann mit Ciri Space Garden auf Server 11 und mit Alicia Sherry Dragon bin ich auf Server 11. Also mit dem Charakter, den ich hier gerade seht. Und ich dachte, ich mache mal so eine kleine Server-Tour für ein paar Tage, dass ich mal für ein paar Tage immer so auf jeden Server bin. Das heißt, wir fangen bei Server 1 an. Wir sind auch gerade auf Server 1. Und weil viele unter meinem Video schreiben, ha, und ich bin leider auf den Server und so. Und dann dachte ich mir so, naja, machst du mal eine Server-Tour. Wie viele Tage ich jetzt auf jeden Server bin, weiß ich noch nicht. Ich würde sagen, ich mache erstmal so 3 Tage. Dass ich immer so 3 oder maximal. Okay, machen wir mal so 4 Tage, bin ich dann immer auf jeden Server. Wir haben heute Samstag. Das heißt, ich bleibe bis Dienstag, also bis nächste Woche Dienstag bleibe ich auf Server 1. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag bin ich auf Server 2. Und danach ist erstmal Ruhe, weil dann kommen keine Videos, dann bin ich im Urlaub. Das heißt, immer wenn ich einen Serverwechsel mache auf einen anderen Server, kommt ein Video. Dann sage ich, ich bin jetzt zum Beispiel auf Server 2 oder auf Server 3 und so. Und genau. Ich dachte einfach so ein bisschen, ich mache mal eine Server-Tour, weil so viele mal so sagen, hey, ich kann dich ja nie treffen, du bist ja mal nie auf dem Server. Ich bin auch, wenn ich arbeiten bin, bin ich maximal zwischen 17 und 18 Uhr online. Das ist ein bisschen spät, aber ich habe halt den ganzen Tag zu tun. Aber ja, bald ist mir das Pferdchen sicher. Wir sind bei 111.000, nee, von 120.000. Also lange, lange ist es noch nicht, lange ist es nicht mehr hin. Das Pferd ist das letzte Geschenk, was ich vom Seelenreiten kriege. Hier ist es, Preis. Ich zeige euch mal die Belohnungen, die ihr bekommen könnt. Es ist ein ganzes Set für Pferd und Reiter und zwischendurch bekommt ihr so Geschenkepakete. Und in diesen Geschenkepaketen kann verschiedene Dinge drin sein. Da kann Futter für eure Pferde drin sein, da kann ein Cocktail für euren Charakter drin sein. Das können magische Pulver drin sein, die euch aber nicht bringen, weil dieses magische Pulver funktioniert nicht mehr auf den Starterpferden. Es kann ein Picknickkorb drin sein, ein Würstchen und so, eine Stiefel, ist ein Buch, passiert immer so ein bisschen was. Also so quasi so ein Dings. Genau. Genau. Ich dachte doch, die will was. Genau, und dann haben wir Stiefel. Genau, bei 500 kriegt ihr Handschuhe, 1000 kriegt ihr ein Buch, da kommt halt so eine kleine Zwischenszene, Geschenkepaket. Wie gesagt, wenn ihr dieses magische Pulver für euer Starterpferd bekommt, verkauft das.
Das, es bringt euch nichts, das ist rausgeschmissen, weil das Pulver, wie gesagt, funktioniert auf den, auf euren Starterpferd nicht mehr. Weil nämlich, das könnt ihr, da könnt ihr Star Sable, da könnt ihr euch bei Star Sable bedanken. Star Sable hat ja 2023 die UI erneuert und irgendwie auch sind die Pferde von der Gangart erneuert worden und jetzt funktioniert gar nicht mehr auf den Starterpferden. Das ist halt schade. Na, dann gibt es hier so eine Hose, die habe ich auch irgendwo, wenn ich es nicht schon verkauft habe. Buch, wieder ein Paket. So, dann geht es weiter. Die Weste, so eine Druidenweste, ein Halfter. Habe ich alles schon. Taschen, Buch. Hier gibt es 4 Bücher, ne? Mit denen hier vorne sind es schon 5 Bücher, 6 Bücher, 7, 8, 9 Bücher, 10 Bücher. 10 Bücher, aber in Wirklichkeit, wenn ihr auf Sammlung geht, geht ihr hier unten hin, auf das Buch und dann das Mädchen, das mit den Pferden sprach. Dabei habt ihr aber nur 4 Bücher. Dann könnt ihr euch das Ganze in Ruhe durchlesen. Fängt es an. Das Mädchen, das mit den Pferden sprach, Teil 1. Sie kam nach Veldil, um ihrer Vergangenheit zu entkommen, nicht um ihr Schicksal zu finden. Eine Ausreißerin wie ich. Einst habe ich sie bewundert. Ihre Ankunft wurde begleitet von dem, was die Medien den Generationssturm nennen. Der Himmel wurde durch die mächtige Blitze rosa erleuchtet. Fripp erklärte sofort, dass der Sturm gleichermaßen Vorbote für eine Katastrophe und neue Hoffnung sei, natürlich. Genau, also das ist halt so, so sind so die Bücher. Ja, und jetzt schwebt hier das Pferdchen, das dreht sich immer, ne? Und das letzte Geschenk, was wir von Rayennen bekommen, ich kann den Namen immer nicht aussprechen. Ah, da steht's. Ich mag irgendwie die Rasse nordschwedisches Kaltblut mag ich. Aber das Problem, weswegen der Runenläufer mir nicht gefällt, ist, dass man den Schweif hinten nicht ändern kann. Ich muss jetzt wirklich mit einem Pferd rumrennen, was hinten so eine Bockwurst dran hängen hat hier. Das sieht halt nicht schön aus. Ich meine, abgesehen von diesen Zöpfchen, die irgendwie auch nicht wirklich gut aussehen, ich weiß nicht. Also klar, wenn das Pferd, wenn du das hast, wenn du über ein Jahr oder so das Seelenreiten machst und du hast den einen Moment, wo du plötzlich merkst, okay, jetzt bekomme ich das Pferd. Jetzt habe ich ein Jahr lang Punkte gesammelt. Ich bin ja halt, hab halt das Seelenreiten gemacht. Für diesen einen Augenblick, wo ich das Pferd bekomme. Und dann weißt du, dass es sich gelohnt hat. Und das Schöne ist, und das hat mir die liebe Lea Leckstrong erzählt, das wusste ich nämlich auch nicht. Ich dachte immer, wenn ich das Pferd bekomme, dann ist hier oben Feierabend, dann ist nichts mehr. Aber man kann nämlich noch, wenn man jetzt, oh, ich bin müde, ich muss trinken. So, also. Wenn man, hat die Lea gesagt, wenn man nämlich das Pferd schon hat und man hat hier alles abgeschlossen, dann kann man immer jeden Tag die gleichen Aufgaben an der Tafel machen, die man halt sonst auch noch macht. Die drei normalen Aufgaben und die zwei Missionen. Und ich würde euch raten, dass ihr, sobald ihr die Mission freischaltet, dass ihr die Mission macht. Weil die Mission, da bringt eine Mission von zwei, bringt 600, 600 Seelenreitpunkte mit sich. Wenn ihr jetzt aber erst die normalen Aufgaben macht, wie Spurwechsel und Geistlichter einsammeln, und dann die Mission, dann habt ihr keine Mission mehr mit 600 Punkten, sondern nur noch mit 300. Also es gibt eine Mission mit 600 Punkte, eine Mission mit 300 Punkte und die anderen beiden, anderen drei normalen Aufgaben sind jeweils 100 Punkte.
Weil den Trick hat mir die Lea erklärt, weil ich habe auch mal erst die normalen Aufgaben gemacht und dann die Mission. Und hätte ich von Anfang an immer die Mission gemacht, erst und dann diese normalen Aufgaben, dann wäre ich vielleicht schon ein Stück weiter. Genau. Ich würde sagen, wir rennen mal. Hier machen mal. Ich muss mal noch die Tiere einsammeln auf der Starshine Ranch. Wo ist sie denn? Wo ist Starshine Ranch? Genau. Ich habe die schon später habe ich nicht eingesammelt. Also die Tiere. Und genau. Muss ich mal gucken, ob ich bei den Sinnotal will ich halt auch noch. Futter habe ich mal viermal Hühnerfutter. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier oben hin. Das sieht mit dem Shader sieht das so schön aus. Den Cheater gibt es nicht runterzuladen, also das Programm schon, aber ich habe halt so zwei Punkte eingestellt im Programm und deswegen sieht das jetzt so komisch aus. Es kann natürlich sein, dass es bei euch gar nicht aussieht, weil wieder mein Computer spinnt und ihr alles in Farbe seht. Ich weiß nicht, also das ist immer so eine Sache, wenn ich einen Shader einstelle, dann sehe ich das alles in der Farbe vom Shader und ihr seht das alles bunt und sagt, hä, Shader, wo ist denn der an? Ne? So, dann würde ich gerne mal noch mal wieder ein paar Videos machen. Und zwar habe ich gerade eine Umfrage gestartet, was ich mal wieder was ich mal wieder auf meinem Kanal als Videos bringen soll. Und zwar habe ich eine Umfrage gefragt, wollt ihr lieber, dass ich weiterhin eure Hasspferderasse kaufe? Oder wollt ihr, dass ich mal eure Lieblingspferderasse hier im Spiel kaufe? Oder wollt ihr, dass ich mal die Pferde kaufe, die ihr mal verkauft habt? Also wenn ihr mal sagt, hey, ich habe hier ein Pferd gekauft, so ein Pasofino Generation 3, dann kaufe ich den. Vielleicht sagt ihr, hey, der hatte aber die und die Farbe und die Mähne und so. Aber halt wichtig, wenn ich so Pferdekopfvideos mache wie Hasspferderasse nicht, aber also doch, also wenn ich diese Videos mache wie Hasspferderasse, Lieblingspferderasse oder so, da muss ich wissen, welche Generation euer Pferd hatte. Ne, also wenn jetzt jemand sagt, hey, ich hatte mal, meine Hasspferderasse ist. Das weiß ich, keine Ahnung, dass irgendein anderes, irgendein Pony Generation 3. Es bringt mir jetzt nichts, wenn ihr sagt, ihr habt eine Hasspferderasse, die schon draußen ist. Dann kann ich die halt nicht kaufen. Ne? Es müssen halt schon Pferde sein, die es halt noch im Spiel gibt. Es dürfen keine magischen Pferde sein. Es sei denn, es sind die Pferde, die es in Wealdale zu kaufen gibt, unten, also nicht direkt zu kaufen, sondern bei den magischen Pferden gibt es ja bei den Pfaden die sechs magischen Pferde. Wenn ihr sagt, hey, da habe ich eine Rasse und zum Beispiel eins von den Käferpferden mag ich nicht oder das ist mein Lieblingspferd, ist einfach in die Kommentare schreiben, ne? Habe ich wie gesagt eine Umfrage gemacht, könnt ihr gerne dran teilnehmen und schreibt einfach mal unten einfach mal rein, welches eure oder besser noch, ihr schreibt unter dem Video rein, was ihr gerne haben wollt oder besser ihr sagt, hey, ich habe hier eine Lieblingspferderasse, kauft die mal oder hey, kauf mal meine Hasspferderasse oder so, weil ich finde es total schön für die Hasspferde oder die Lieblingspferde anderer Spieler zu kaufen.
Weil das ist meine Abwechslung. Ne? Ihr merkt ja, ich mache mal diese Level Talk Videos und ich merke, dass die Zahlen ein bisschen abnehmen und dass, als ich diese Challenge angefangen habe, dass ich eure Hasspferderasse kaufe, das kam halt so richtig gut an und da dachte ich mir, dass ich das mal mache oder dass ich einfach mal so die Lieblingspferde von euch kaufe. Dass jemand sagt, hey, ich habe so ein Lieblingspferd, das könntest du gerne mal kaufen. Ne? Ich habe natürlich jetzt auch heute mir auch drei Pferde gekauft. Das ist einmal der Vollblut Araber Generation 2 und der Araber Pinto Generation 2. Denn die beiden Rassen gehen Ende August. Und dann kommen die nächsten, die Generation 2 Pferde, die gehen. Und wenn alle Generation 2 Pferde gegangen sind, dann ist ja keins mehr übrig. Dann gehen nämlich die ersten Generation 3 Pferde raus. Das dauert zwar jetzt noch eine ganze Weile, aber angeblich will Star Sable das wirklich ein bisschen ernst machen. Die sagen, hey, komm, wir haben's jetzt eilig mit den Generation 4 Pferden. Alles, was Generation 3 und älter ist, muss raus. Ne, die fangen halt dann wahrscheinlich an, die ältesten Generation 3 Pferde dort auf Marleys Mintenscheune hinzustellen, damit das schnell geht. Weil die haben ja gesagt, die werden auf jeden Fall jetzt anfangen, die nächsten Generationspferde zu entwerfen. Weil aktuell sind die Generation 3 Pferde auf dem Gerüst von einem Generation 1 Pferd gebaut. Und die Generation 4 Pferde, die haben ein vollkommen neues Gerüst. Die haben ein komplett neues Gerüst und die sind auch anders wahrscheinlich. Es gibt noch keine Bilder zu den Generation 4 Pferden. Aber es soll wohl so sein, dass man anhand eines katalogähnlichen oder einer katalogähnlichen Seite sich ein Pferd zusammenstellen kann. Dass man jetzt sagt, okay, ich hätte gerne zum Beispiel die Form eines Percherons, die Farbe von einem Starterpferd, als Grundfarbe, sagen wir mal, schwarzbraun. Und dann hätte ich gerne noch ein paar Streifen. Ich hätte aber den Schweif von dem Pasofino und die Frisur von dem Fjordpferd. Und ich möchte aber, dass mein Pferd eine ganz andere oder einen ganz anderen Special Move kann. Das wird am Ende natürlich nicht mehr 950 Starcoins kosten, sondern wahrscheinlich schon 1000 Starcoins, weil jede Special-Anpassung ihren Preis hat, ne? Und damit will ja Star Sable dann wieder Kohle scheffeln, weil die sind ja aktuell gar nicht so reich, ne? Star Sable ist ein bisschen verarmt, sag ich mal. Das hört sich jetzt ein bisschen witzig an, aber das ist halt traurig, ne? Ja, die haben halt damals, als nach der Corona-Zeit war dann, dass die Leute rausgegangen sind. Da war nicht mehr mit hier, nach der Corona-Zeit, als Corona war, hast du Star Sable gespielt, weil was solltest du auch machen? Du durftest ja nicht raus, ne? Und dann war Corona vorbei und schubsiwupps, was passiert? Die Leute hatten keine Lust mehr für Star Sable. Die sind rausgegangen. Die waren glücklich, dass sie endlich mal raus konnten. Du warst ja wochenlang eingesperrt wegen, ne, wegen dem Zeug. Und da hat halt nach Corona oder überhaupt seit Corona angefangen hat ja Star Sable irgendwie die Miese gemacht, ne? Klar, wo Corona war, warst du drin, hast Star Sable gespielt, dann hattest du Geld gebraucht, hast was gekauft und derzeit haben die sehr viel Geld gemacht. Danach war es so, dass die Leute keine Lust mehr hatten, weil die konnten endlich raus, sich mit Freunden treffen und ja. Aber Corona war auch selber schuld. Ich meine, ich merke das auf Arbeit. Wir kriegen immer noch
kaum Ware rein, die wir verarbeiten und zum Kunden schicken. Das ist sehr, sehr schade, weil du sitzt dann, du gehst früh auf Arbeit und sitzt 8 Stunden lang rum. Du kannst 8 Stunden lang nichts machen. Du sitzt einfach nur rum, irgendwann pennst du ein, dann gehst du zwischendurch am Automaten dir einen Kaffee holen, damit du nicht einpennst. Dann hast du ein Glück, wenn du mal Mittagbrot hast. Also Mittagbrot hast du überhaupt so, ne? Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Nein, es fehlen ein paar Punkte, ist doch nicht wahr. Okay, wir gucken mal oben, ob wir noch irgendein Tier finden. Ja, wie gesagt, zurück zu den Server. Ich würde das gerne mal machen. Wir sind hier auf Server 1 gerade eben. Bleibt mal so ein bisschen, so 2, 3 Tage oder 4 Tage, muss ich mal gucken, auf einen Server. Also ich sag mal so 3 Tage habe ich entschlossen, oder habe ich gerade beschlossen, dass wir mal 3 Tage pro Server machen. Dass ich heute 3 Tage bleibe. Ich habe zwar gesagt, es ist 4 Tage, aber es dauert ein bisschen zu lange. Wenn ich einen Server erwische, wo ich merke, dass es von der Performance her nicht so gut klappt und wo es extrem ruckelt und ich nicht vorwärts komme, dann muss ich das leider abbrechen. Weil ich merke es halt bei Server 1 hier. Es gibt halt schon so Ecken hier hier im Spiel auf Server 1, wo es extrem ruckelt und wo die Performance sehr, sehr zu wünschen übrig lässt. Ich habe zwar gesagt, dass es auch ein bisschen an meinem Prozessor liegt. Also Prozessor ist so ein kleines viereckiges Ding im Computer. Und ja. Ja, ich bin ein bisschen müde. Ich will danach noch ein Spiel spielen. Und genau. Ich werde natürlich mal meinen Laptop mitnehmen in Urlaub, aber ich werde keine Videos machen. Ich werde halt für mich spielen. Mal gucken, ob ich überhaupt zum Spielen komme. Weil ich weiß, also meine Mutter und ich, wir fahren Urlaub und dann sind wir, wenn wir in Urlaub sind, war es immer so, dass wir sehr viel abends noch gelaufen sind, weil meine Mutter achtet auch sehr darauf, dass ich nicht übergewichtig werde. Das Problem, übergewichtig zu werden, ist, dass du wenn du dick bist, bekommst du irgendwann Zucker und Bluthochdruck. Das heißt, dein Herz muss schneller pumpen, du schwitzt schneller, irgendwann kriegst du Tabletten. Mein Bruder zum Beispiel, der muss jetzt Medikamente nehmen, weil er Bluthochdruck hat. Außerdem sind dicke Menschen, ja, die haben halt eine kürzere Lebenserwartung, ne? Und ich will nicht dick werden. Ich will einfach abnehmen. Das Problem ist, ich hatte mal abgenommen, da habe ich 80 Kilo gewogen. Und ich muss dazu sagen, ich habe damals in einem Betrieb gearbeitet, wo ich mich draußen jeden Tag 8 Stunden an der frischen Luft bewegt habe. Also da war es im Gartenlandschaftsbau, da hast du mit Maschinen gearbeitet. Du hast Kilos verloren durchs Arbeiten, ne? Die Funde sind nur so gepurzelt und irgendwann habe ich von 80 auf 63 Kilo. Da war ich wirklich sehr, sehr dünn. Und einige waren schon sehr erschrocken. Ich weiß, kein Skelett oder so, ne? Aber das war für die, die mich kennen, so wie ich war, für die war der Anblick irgendwie schon erschreckend. Die haben gedacht, was? Bist du das? Und ich so, ja. Ach Gott, bist du dünn. Ich war nicht wirklich schmal. Ich habe mich auch selber nicht schön gefunden, wo ich dünn war. Ich hatte eine normale Figur. Ich hatte noch ein bisschen Fett dran gehabt. Also jetzt nicht Fett, aber ne, zwischen den Knochen und der Haut ist ja immer so ein bisschen Fleisch. So dass man halt, wenn man jemanden anfasst, dass man nicht gleich denjenigen durchbricht. Aber mein Hauptproblem sind meine Hüften. Die sind extrem breit und das sieht so hässlich aus, wenn ich dünn bin. Ich muss aber anfangen, meine Ernährung umzustellen. Und das ist für mich sehr, 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 sehr schwierig. Ich habe schon sehr oft probiert, einen Körper von heute auf morgen auf eine Diät zu trimmen und zu sagen, pass mal auf, ich esse ab morgen keine Kartoffeln mehr oder so, oder ich esse keine Soße mehr. Das macht ja auch dick, ne? Soße macht dick. Oder
Das Allerschlimmste für mich ist, wenn ich auf meine Instant-Nudeln verzichten muss. Und das muss ich. Weil diese Instant-Nudeln, das ist einfach bloß irgendwelche Gewürze. Da kannst du auch gleich Gemüsebrühe trinken. Das ist das gleiche in Grün. Und deswegen, ja, klar, ich habe auch Instant-Nudeln gekauft, aber ich weiß noch nicht, wann ich anfangen soll abzunehmen. Das ist immer so eine Sache von, ich möchte, aber finde nicht den richtigen Zeitpunkt, ne? Ich finde auch nicht das Richtige, dass das vierte Tier irgendwie, keine Ahnung. Hallo, Tier? Bist du hier irgendwo? Hallo? Ist hier jemand? Mutti? Bist du's? Nee, es ist sie nicht. Das ist eine Pflanze. Ist nicht die Mutti. Nicht die Mama. Bam, bam, bam. Sonst liegt hier auch ein Tier. Ey Leute, wollt ihr mir weiß machen, dass es hier kein Tier gibt? Das hat ich letztens auch gehabt. Da waren bloß drei Tiere da gewesen. Und ich auch, aber jedes Tier hat, jedes Tier hat, sagte sie und fand die Worte nicht, 300 Punkte, ne? Und ich bin ja so eine XP, also was jetzt die Punkte angehen, ja. Aber jetzt sieht man endlich mal diese wunderschönen rosanen Blumen hier. Rosa und Grau passt immer gut zusammen. Ne? Ja gut, dann reiten wir nach Wielje, dann sammle ich noch ein paar Taschen ein und dann würde ich sagen, ist auch Schluss für lustig. Ah, fünf. Ach, ein Pulver brauche ich noch, weil dann kann ich zwei Taschen aufmachen. Weil ganz am Anfang hast du fünf Gartenpulver für eine Tasche und wenn du deine Knoten freischaltest, dann hast du dann, der es dir erlaubt, dass du statt fünf Gartenpulver nur noch drei Gartenpulver verbrauchst, dann ist auch gut. Ich wusste gar nicht, dass man sowas Schönes einstellen kann. Ich feiere gerade diesen Cheddar, ne? Ich hoffe nur, dass man das auch danach im Video sieht. Also, wenn ihr das jetzt gerade nicht seht, dann ist das schade. Das ist. Also, so grelle Farben wie Orange oder so, ihr seht es ja am Laub, ne? Oder an den Füchsen, sowas kommt dann schon gleich. Sieht man richtig. Aha, jetzt haben wir schon die nächste Stufe. Wäre zum Beispiel blau, das oder lila oder so, das ist gar nicht zu erkennen. Wir sind schon bei Level 12. Ja, ich versuche einfach bloß jeden Tag ein paar Videos zu machen, um die Leute zu unterhalten, um ein bisschen, ja, den Leuten so den Tag ein bisschen zu versüßen. Okay. Schön, dass du dich da oben wohlfühlst. Ich würde dich gerne einsammeln. Würdest du jetzt bitte runterkommen? Dem nicht. Ja, ich bettle keinen, ne? Das ist so richtig fies, wenn du dann hier durch den Laubhaufen reizt und plötzlich hängt das Licht oder die Gartensamen oben im Baum fest. Ich muss ein bisschen langsamer reiten, weil es schon wieder hackt. Das ruckelt schon wieder. Ich könnte jetzt auch Gartenpulver herstellen, weil ich habe ja die Zutaten. Hoffe ich denn noch? So, oben was ist und wie wir sehen wir nichts.
Oder doch oder nee? Oder wieso? Hallo? Mutti? Bist du's? Nee, ist keiner hier. Ach Mensch, hört doch auf. Also hier oben sind meistens auch solche Taschen. Nee, das ist nicht die Mutti. Bist nicht die Mutti. Kannst du gehen, ne? Tschüssi. Finde das so cool, dass du jetzt hier durch den Fluss kannst. Das habe ich so gefeiert, als ich den neuen Wald angeguckt habe. Du musst nicht mehr außen rumlaufen, 3 Stunden, sondern du gehst einfach durch den Fluss. Das ist so cool. Bam, 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 bam. Ich werde jetzt einmal noch. Achso, ich wollte eigentlich durch den Laubhaufen rennen. Weil in der Hoffnung, dass ich noch ein Gartenpulver bekomme, dann brauche ich nämlich keins herzustellen. Ja, natürlich ist dann wieder so ein Irrlicht. Nein, jetzt nicht. Ich bekomme aber 50 Licht, ne? Aber ich brauche Gartenpulver. Ha! Habt ihr das gesehen? Oh, Entschuldigung, ich wollte euch hier schrecken. Ich weiß aber, wo der sich hinsetzt. Ja, ich komme mit dich gleich einsammeln. Ich muss nur noch hier den Laubhaufen schreddern. Ich meine, bleiben die für ewig dann da, diese komischen Lichter, oder gehen die wieder, wenn du die nicht einsammelst? Ich meine, wenn so ein Irrlicht irgendwo sich versteckt, das bleibt doch nicht ewig in 3 Tage, das haut doch wieder ab, oder? Ich habe das so nie wirklich beobachtet. Gerade die Taschen. Also ich meine, ich mach's mal so, wenn ich die Taschen suche, tue ich mal Lichter sammeln und wenn ich auf eine Tasche stoße, dann nehme ich die auch mit. So, und ich würde euch gerne auch mal so eine kleine Special-Folge machen, wo ich euch 5 meiner lieblingsmagischen Pferde zeige und 5 meiner Pferde in normal. Also Teil 1 handelt um 5 meiner Lieblingspferde, die ich im Stall habe. Oder meine 5 Lieblingsrassen hier in SSO. Und Teil 2 ist meine Top 5 Lieblingsmagischen Pferde. Und das würde ich gerne machen wollen. Würden. Weil ich habe euch ja schon mit der Bildergalerie habe ich ja schon erzählt, was ich ja für was ich Pferde habe. Das habe ich ja gemacht, ne? Und ich habe dann überlegt, jeder hat ja so eine Handvoll Lieblingspferde, ne? Und bei mir sind es auch eine Handvoll Lieblingspferde, die ich habe. Die nenne ich jetzt nicht, weil die kann ich ja, die will ich ins Video packen. Weil wenn ich die jetzt hier nenne, dann brauche ich das Video gar nicht machen. Dann, ne? Ich weiß gar nicht, habe ich Birki heute schon gestreichelt? Man bekommt ja auch bei einem gewissen Knoten bei Fahrt, wenn man die Pferde freischaltet, übrigens, für jedes Freischalten der Pferde bekommst du 800 Spieler-XP. Das macht mal 3. Ich glaube, um die 2.000 bis 3.000 Spieler-XP insgesamt. Das ist schon heftig. Man muss halt auch jede Menge Licht sammeln. Ich habe so ganz am Anfang ein bisschen Licht gesammelt. Dann habe ich aufgehört, hier im Wald hier Licht zu sammeln, weil mir das so blöd war, so hinterm Licht herzulaufen. Weil ich hatte mal nur ein, zwei Lichter und dann, wenn du anfängst mit dem Lichtersammeln, hast du noch nicht so viele Glühwürmchen, die du einsammeln kannst. Und bei mir ist es halt so gewesen, dass es für mich dann keinen Sinn ergibt, warum soll ich jetzt so Lichter einsammeln, ist eh so wenig und es bringt doch, hat doch gar keinen Sinn. Und ich war total unzufrieden und
Dann habe ich ein Video gesehen, wo jemand extrem viel Licht hatte. Und ich so, okay, cool. Den hat sie auch erklärt, wie man das macht. Und dann habe ich eine Fahrt des Frohmuts angefangen. Die hat ja sowieso schon angefangen gehabt. Und dachte, okay, machst du erstmal einen Pfad fertig und guckst mal, was so die Pfade alles an besonderen Dingen haben, wenn du das freischaltest. Und dann habe ich angefangen, erstmal die ganzen magischen Pferde freizuschalten bei allen drei Pfaden. Und dachte mir, so ist cool, dann hast du erstmal schon die magischen Pferde und wenn du welches brauchst, kannst du dir eins kaufen. Dann habe ich geguckt, okay, die meisten Knotenpunkte habe ich bei Pfad des Frohmuts freigeschalten, also mache ich dann dort weiter. Dann habe ich angefangen, die Perks freizusetzen, wo ich sehr viel Licht und sehr viel Irrlicht bekomme, damit ich mit sehr viel Licht schneller Dinge freischalten kann. Und denn wie gesagt, habe ich dann auch gemacht. Und irgendwann hat es angefangen, Spaß zu machen, weil ich einen Perk freigeschalten habe, wo auch mein Pferd mit jedem Licht ein Pferde-XP bekommt. Und mit jedem Irrlicht, ab einem bestimmten Punkt hast du 30 Pferde-XP bekommen. Wenn du ein Irrlicht eingefangen hast oder einfängst, bei Pferd des Frohmuts bekommst du immer 30 Pferde-XP. Und das, also Pferdepunkte, ne? Und dann habe ich bei mir gedacht, das macht richtig Spaß. Du levelst, du läufst hier rum, machst nichts anderes als rumlaufen, sammelst Lichter ein, bekommst Pferdepunkte, Pferde-XP. Das macht eigentlich Spaß. Und dann habe ich angefangen, das zu machen. Und irgendwann hatte ich den Pfad des Frohmuts komplett fertig. Das heißt, ich bin jetzt mit Pfad des Frohmuts fertig. Und ich bekomme gegen 2000 Lichter, die ich diesen komischen Typen gebe, bekommt mein Pferd 2500 Pferde-XP. Und für Streicheln der Pferde hier bekomme ich nochmal 100 Pferde-XP. Das nicht, weil ich habe das heute schon gestreichelt. Aber ich kann immer nicht merken, welches von den Pferden ich schon gestreichelt habe. Und wenn man zum Beispiel alles freigeschalten hat, dann kommen diese Lichter, diese kleinen Glühwürmchen, die treten schneller auf, als du gucken kannst. Und ja. Ich bin mal wirklich gespannt, wie einige Pferderassen in der Generation 3 farblich auf Generation 4 aussehen. Wirklich, bin ich wirklich mal gespannt. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass es schon, dass sie, also wenn sie schon ein anderes Skelett bekommen, die Pferde, also wir sind ja beim Skelett, sind wir ja noch beim alten Skelett, ist halt bloß ein anderes Overlay drauf. Overlay ist halt dieses komische Ding hier, dieses, naja, dieses Aussehen. Ich meine, der Percheron ist schon neben gewissen anderen Pferden so eins der schönsten Kaltblutpferde, das es hier im Spiel gibt. Ich weiß nicht, wie sich das mit den Norica vergleicht. Ich habe mir auch gestern wieder Bilder angeguckt vom Norica, dass die sehen so ähnlich. Ich sag mal, vom Körperbau her sehen sie dem Percheron so ein bisschen ähnlich. Ein bisschen. Nicht ganz, aber ein bisschen. Ich bin wirklich mal gespannt, wie die im Spiel aussehen. Weil du musst ja, die versuchen ja die Pferde, die es im richtigen Leben gibt, immer so auch ja eben um zu modellieren, wie es halt auch im richtigen Leben sind. Du kannst halt nicht immer zu 100% in Pferd ummodellieren und dann sagen, hey, das ist genauso geworden, wie es soll. Bei solchen Programmen, damit du Figuren modellierst für ein Spiel, das dauert immer schon, ne? Das ist halt doch so eine.
Es hängt der Samenkorn da oben fest und konnte den nicht mitnehmen. Mist. Ja, mit Pfarrers Werkstatt, das muss ich auch noch beenden. Ich hänge immer an allen irgendwelchen Mini-Quests. Ich habe ja theoretisch habe ich so eine Nebenquest, die jetzt nicht so viel mit der Hauptquest zu tun haben, habe ich eigentlich schon fast alle durch. Also manchmal, wenn das jetzt für euch plötzlich so ist, dass plötzlich das Video beendet wird abrupt, dann liegt es daran, dass ich ein Internetproblem habe. Ich habe das Internetproblem schon eine ganze Weile. Ich habe auch den Anbieter angerufen und habe das dann geklärt. Die haben geschrieben, dass sie das Ganze ganz machen und das würde jetzt wieder gehen. Jetzt habe ich noch mehr und öftere Ausfälle. Das heißt, das Internet ist urplötzlich weg und ich kann halt keine Spiele spielen, die Internet brauchen. Ich kann auch den Steam-Ordner nicht öffnen. Das ist ein Ordner, so wo du Spiele hast, weil ich Internet brauche für den Steam-Ordner, um den zu öffnen. Ich sitze also auf heißen Kohlen. Ich habe einen Rechner, der ist an. Ich kann aber nicht spielen, weil ich kein Internet habe. Da muss ich mal so eine halbe Stunde warten, bis ich irgendwann wieder Internet habe. So. Das ist aber schon ein bisschen traurig. Ich finde jetzt irgendwie keine Taschen. Das ist doch nicht normal. Hier riecht es irgendwie angebrannt. Wir haben bei uns also hier gegenüber auf der anderen Straßenseite sind halt so Privathäuser. Kann sein, dass die irgendwie grillen oder Laub verbrennen oder keine Ahnung was. Riecht mein Mit. Ich riech gerade an mein Mikrofon, weil das kommt auch da. Nee. Nee, hängt nicht mit dem Mikro zusammen. Ach, habe ich wieder Glück. Nee, hätte sein können. Nee, das riecht so, als wenn irgendjemand irgendwie verbrannte Asche oder so. Das ist. Was ist los? Winter ausgebrochen? Ocean Hurricanes Club. Übrigens ist es, glaube ich, rosafarben, das T-Shirt, was sie anhat. Sieht man durch den Schäder jetzt noch nicht. Ja, das bringt jetzt nichts viel, weil. Warum habe ich denn jetzt Handschuhe an? Hä? Dass ich jetzt ja auch solche Handschuhe an habe. Leute, Leute, wisst ihr was? Ich mache jetzt hier Schluss. Und, wenn ihr jetzt sagt, hey, ich möchte, dass du mal meinen Lieblingspferderasse kaufst. Oder wenn ihr sagt, hey, ich möchte, dass du meine Hasspferderasse kaufst, dann mache ich das einfach unten in die Kommentare mit euren Lieblingspferden oder Hasspferden, die Generationen dahinter. Und dann mache ich das im nächsten Video. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bye, bye.